Ich hoffe mal, diese Folge hat sich ausgemut. Denn wir hatten ja in der letzten Episode so viel Spaß. Mit der hatte ich ja theoretisch offline Spaß gehabt. Aber mit der hatten wir so viel Spaß. Und jetzt kommt... Meo Ekstasi. Okay. Und... Was könnte das so sein? Race? Nein! Es ist ein Plattformer! Wunderbar! Fällt dir gut an. Verstehe ich nicht. Wo muss ich denn hier hin? Gibt's hier keine Pfeile? Oh. Muss ich überhaupt geradeaus? Das ist ein Plattformer. Du hast nicht mal wirklich Zeitnot. Guck mal, kannst du ruhig Blut lassen. In der letzten Episode habe ich noch so rumgeheult, dass einige Let's Player die ganze Zeit ruhig sind. Weil sie sich konzentrieren müssen. Und hier können wir uns jetzt ruhig Zeit lassen. Ja, konzentrieren muss ich mich trotzdem. Weil ich hier gucken muss, wo ich überhaupt hier hin muss. Weil du siehst ja nicht wirklich hier, ne, die ganze Zeit, wo du hin musst. Ja, das sieht ein bisschen aus wie eine Sackgasse. Wollen wir nicht hin? Ich muss hier hin. Das ist fake und ich muss zur rechten Seite. Ja. Hä? Dumm? Ja, sehr dumm. So, solange ich keine Geschwindigkeit brauche, um irgendwo hin oder rüber zu kommen, ist ja alles gut. Aber das hatten ja die meisten Plattformen an sich, ne? Dass du immer irgendwo Geschwindigkeit brauchst, um bestimmte Sachen zu überqueren. Ich rückwärtsgang! Das wird so nichts! So, oh, verdammt, scheiße. Theoretisch muss die Map auch so gebaut sein, dass wenn ich mich resetten würde. Wie ja nicht, denn da kriegen wir kein Gold. Naja, ist ja theoretisch sowieso egal. Aber theoretisch wollen wir ja Dings hier, ne? Darüber kommen. Oh, siehst du, es passt. Super. Ja. Danke, jetzt gibt er mir diesen Pfeile. Das heißt nicht unbedingt, ich weiß, wo ich hin muss. Ah nein, es geht da oben. Jetzt ist wirklich die Zeit gekommen, glaube ich. Oh nein, nein! Das war's. Keine Goldmedaille mehr. So eine Scheiße. Dann reicht es wohl nur für Silber. Scheiße, wenn ich das überhaupt hinbekomme hier. Nee. Hä? Was will der jetzt gerade? Okay, das ist eigentlich so gemacht, dass du wieder zurückfährst. Okay. Naja, für 3 bekommen wir noch Silber, ne? Nee. What the fuck? Jetzt die Frage. Ja. Schaffen wir das jetzt noch? Naja, ich muss die ganze Zeit gucken. Wo geht's denn hier hin? Da, Pfeil, da rechts. Scheiße. Rückwärtsgang! Warte, wir haben noch nicht verkackt! Guck mal, wir wissen, dass wir wieder zurück müssen hier. ich sage ja zum Glück die Zeit. Scheiße, egal, bei Plattform! Nein! Okay, aber wenn wir auf dem Kopf landen, dann ist definitiv Schluss. So, letzte Chance. Ein bisschen springen. Hey. Dann ist das. Okay, das ist das Ziel. Okay. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben mit Silber abgeschlossen. Ja, das reicht mir. Danke, das ist immer noch mehr als die anderen Maps. Hier war auch mindestens eine einzige Strecke dabei, die mich abgekotzt hat. Ach, sowas von abgekotzt. So, wir haben jetzt endlich die Moose abgeschlossen. Endlich. An sich war sie gar nicht schlecht, aber naja, die letzten Dinger, oh Gott. Ich weiß nicht, was sie da geritten hatten. Wahrscheinlich wollen sie da nochmal einmal. Ja, dann hauen wir nochmal alle Moden raus, so gesagt, weil wir sind ja immer nur langweilige Race-Strecken gefahren. Deswegen machen wir noch was anderes. Naja, auf zum nächsten, zur Neverending Story. Jetzt ist wieder die Frage, gibt es diese Map auch, diese Maps auch noch irgendwo zum Runterladen? Weil die gab es definitiv nicht. Die anderen habe ich nicht nachgeguckt. Wenn nicht, muss ich die wirklich mal rausgeben. Rennläufe? Sind das andere Autos? Also, fahre ich hier gezwungenermaßen mit einem anderen Skin? Nur Deko.
So, was? Red Lightning Team, Wababas, Präsenz in Neverwinter Story 3. Community Lab Maps. Community Lab? Ah nein, ihr wisst doch, wie ich zur Lab stehe. Okay, es ist der normal aussehende Wagen. Was, TNS Aulala? Ist aber nur der Username von dem Typen gewesen? Keine Ahnung. Was ist das jetzt? Das ganze normale Rundenrennen oder was? Hier steht keine Runde. Hier steht keine Runde. Du hast dich beschissen. Ja, normal Auto fahren kann ich. Sofern das nicht so welche ganz verrückten Strecken sind, wo man dann suchen muss, wo man hin muss. Aber dazu kommen wir ja auch noch, ne? Wenn die einzelnen Challenges kommen. Denn ich habe euch damals meine ganzen Demos gezeigt, dass ich wirklich jede, wirklich jede Map, die ich damals runtergeladen habe, gespielt habe. Und falls ihr noch alte Trackmania Sunrise Strecken habt, könnt ihr sie mir ja schicken. Dann spiele ich sie auch, sobald ich mit den Community-Kampagnen fertig bin und dann einzelne Kampagnen spiele. Dann schiebe ich euch gerne rein. Gerne rein. Hier sind auf jeden Fall keine Maps und ich habe Silber bekommen. Gold ist hier nicht Pflicht, oder? Das ist mir. Bei Storbad. Stobbat, Stobbat. Okay, steht auch sogar Stobbat. Okay, und der andere musste dann reinschreiben, dass er, wie er hieß, extra. Okay, verstehe ich nicht. Nee, doch, da jetzt auch wieder. TNS Oyalia oder irgendwie so. Hä? Was meinen die damit? Your cars learning to swim. Haben sogar Text eingefügt, falls man daneben springt. Lol. Und dann natürlich mit der Karre, die eigentlich keiner mag. Die mochte damals schon keiner. Ich mag sie nur halbwegs, weil sie halbwegs steuern kann, aber trotzdem verstehe ich die Karre ja auch manchmal auch nicht, ne? Dass sie auf einmal anfängt, hier auszubrechen, obwohl du irgendwie. Ich fahr einfach mal geradeaus. Ja, obwohl du nicht wirklich schnell um die Kurve fährst, ne? Dann brecht sie wieder aus, diese Karre. Diese stinkende Karre. Ich glaube, das war sogar richtig gewesen. Jump. Ja, nochmal Jump. Jump. Ja, ich glaube ja. Sonst wäre ich ins Nichts gefahren. Okay, das war's schon. Ah, scheiße hier. Naja, vielleicht haben sie es auch so wie jeder andere, ne? Dass die ersten Maps sind ja offizielle Kampagne, Community-Kampagne. Es ist alles einfach. Am Anfang. Das ist ja immer dieser Schwierigkeitsgrad, der am Anfang schwer ist und dann stetig nach oben gehen soll. Denkt man auch so, muss das so sein? Naja, wenn es nicht so ist, ist es auch irgendwie komisch, ne? Aber, Mann, was machst du denn da? War auch irgendwie, ja, wenn du dann was ganz Schweres am bestimmten Punkt geschafft hast und dann was Leichtes kommt, ist es ja fast dann eine Belohnung dafür, dass du sowas Schweres geschafft hast. Aber apropos was Schweres schaffen, ja, die Prüfung kommt bald, die Prüfung kommt bald. Oh Gott, und ich muss mich noch drauf vorbereiten. Ratet mal, was ich hier nachmachen darf nach dieser Episode hier. Nachdem ich so, oh, verdammte Scheiße. Gems. Nachdem ich so schön gespielt habe, heißt es erstmal lernen und üben. Ja, geil, ich darf einen Schallplan erstellen. Oh ja. Und dann darf ich eine Platine layouten. Oh ja. Und diese darf nicht so viele Brücken haben. Oh ja. Und da habe ich letztens so einen alten Receiver auseinandergenommen. Ich glaube irgendwie Mitte 90er ist der. Und auf der Platine sind so viele fucking Jumper. Ich denke mal auch, haben die Lackesoffen oder so, als sie das Ding designt haben? Auf der Oberseite siehst du überall nur Jumper. Nur Jumper. Ich weiß nicht, warum das damals so gängig war. Aber ich glaube auch, da waren jetzt auch nicht so viele SMD-Bauteile drauf, ne? Es war fast so THC-Bauteile. Waren auch ein paar SMD-Bauteile drauf, aber eben, wie gesagt, tonnenweise Jumper. Wäre auch so, okay, wenn ich eine Platine so layoute mit so vielen Jumpern, die bringt mich um. Die bringt mich um. Ah, scheiße, ich mach die gleich scheiße nochmal. Meistens, du findest auf dieser Platine auch nichts weiter, ne? Du guckst auf die eine Seite und denkst mir die ganze Zeit, hä, behaut die scheiß Leiterbahn ab. Wo ist die hin? Wo ist die hin? Ja, dann musst du, guckst du auf die andere Seite, oh, ganz viele Jumper. Jumper, Jumper, Jumper. Und dann, ah, da geht die hin. Wie geht der jetzt weg und wieder auf den Jumper? Oh Gott. Wahrscheinlich, wenn die Platine nur gut layoutet wäre, wäre die wahrscheinlich ein Viertel so groß, so viele Jumper, wie die da hingekloppt haben, ey. Ah, nein. Oh, Mann.
Geradeaus! Geradeaus! Ich denke immer die ganze Zeit irgendwie links oder rechts muss ich. Eben gerade links, jetzt eben gerade rechts. Und jetzt in die Mitte. Na, ihr habt keine Chance. Ich bin der Meister dieses Kack-Kostwagens. Findet ihr nicht? Ich spiele den. Ah, Kostwagen doch fast gut, außer dass ich die Kurve jedes Mal vergesse. Aber natürlich, es gibt immer jemanden, der es besser kann. Da muss ich ja nur auf Turkmen Exchange gehen, mir ein paar Demos runterladen und schon sieht man die Profis am Werk. Aber mittlerweile kann ich die ja recht gut um die Karre. Naja, ich sage ja jedes Mal, ne, wie lange ich spiele dieses fucking Spiel? Seit 2004, seit es rausgekommen ist. Ich hab's kaum zu glauben, ich habe dieses Spiel seit dem Release-Tag. Seit dem Release-Tag. Mann, war ich spitz auf das Spiel. Ich glaube, die Demo kam ja auch vor dem eigentlichen Spiel raus. Und auch da habe ich alles tot gespielt, die Demo. Aber die Demo habe ich ja, hat ja auch schon ein eigenes Video bekommen. Weil sie so gut ist. So gut. Für eine Demo. Ich renne die ganze Zeit, dass ich super gut bin, super toll und ich krieg die ganze Zeit nur Silber. Nur Silber. Dann ist es halt so. Nein, lieber nicht anfangen zu singen, sonst rennen sie mir gleich alle hier weg hier. Okay, ich weiß nicht, warum die es als Rennläufe gemacht haben, aber okay, solange ich nicht irgendwie solche Cups machen muss und dazu gezwungen werde, ist alles okay. Okay, das sieht jetzt alles nach B-Strecken aus. Und wahrscheinlich auch wieder brumm brumm, ne? Ja, alles gut, gut. Und community-mäßig gucken wir noch einmal, wie es auch aussieht. Läuft auch von den Farben her würde ich sagen, das ist von den gleichen Macher wie die hier. Das heißt, sie haben es gleich zweimal reingeschafft. Wahnsinn. Und sie hat jetzt, glaube ich, auch noch eine. In weiß. Weiß. Und sonst haben wir noch hier eine. Team TNT. Zenadilis Odyssey und Trip in Kitchen. Okay. Das Lustige ist, ich habe bei Quellen ja sogar hier Trackman Exchange mal eingetragen damals. Vor Ewigkeiten. Ja, und eben Track wieder Sunrise. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, da holt er sich, glaube ich, keine mehr, ne? Weil wenn ich auf Suchen gehe, sagt das Spiel einfach nur nichts gefunden. Nichts Neues. Denken wir auch so, wenn ich die löschen würde und wieder suchen würde, würde er die nur runterladen? Ich glaube nicht, ne? Die Server existieren aber lustigerweise noch. Warte. Ja, ich wollte ja auch noch was sagen. Warte. Ihr Multiplayer. Und hier gab es ja einen einzigen Server, wenn ich auf Internet gegangen bin. Ja, ist immer noch da. Finnland. Spieler 2. Wo sind Spieler? Wo sind Spieler? Beitreten! Das ist kein Spieler. Aber ich konnte letztens nicht fahren, wie ihr euch erinnern könnt, ne? Na, weißt du, woran das lag? Richtig dumm. Ja, du musst warten, bis du in den Server kommst. Irgendwann startet ihr auch einmal. Ich weiß ehrlich nicht, warum hier noch ein Scheiß-Server läuft, ey. Die hätten ja auch längst den Hauptserver schon abschalten können, ey. Warum? Spielt ja keiner mehr, ne? Wahrscheinlich, das ist auch irgendwie so ein alter Gammel-Server, der irgendwo in der Ecke steht und vor sich her staubt. Und da läuft noch irgendwie das Klient drauf. Die könnten wir doch eigentlich mal abschalten, ne? Da ist auch eh keine Socke mehr drauf. Das Spiel, bitte warten. Ich bin der Meinung, hey, komm, sonst hast du mich immer in den Zuschauermodus begeben. Das Zuschauermodus, ich konnte letztens auch spielen. Was war denn das Spiel? Bitte warten. Use Help. Rekords. Spiel unterbrochen. Nein! Papa will spielen! Und da hängt meine Firewall jetzt wieder die ganze Zeit. Nein, du darfst nicht ins Internet spielen. Du bist böse. Ja. Du bist auf einem Server. Und hier sind sogar Rekorde. Aber natürlich weißt du nicht, wie alt sie sind. Ja. Okay, toll. Letztes Mal hat es hingehauen, ich hätte mal was aufnehmen sollen. Da war natürlich keine Socke gewesen, aber ich konnte wenigstens spielen. Ui, toll. Und dann dachte ich mir auch so, ja, da steht auch was von, dass sie Trackmania United einen Server laufen haben sollen. Aber ich habe gesucht, ich habe den nicht gefunden. Von der gleichen Gruppe. Komisch. Und jetzt geht's gar nicht mehr. Nein, haben sie doch irgendwas abgeschaltet. Ach, irgendwas abgeschaltet, ihr Schweine. Genau, wir müssen auf den IRC-Server mal gehen. Vielleicht ist da was los. Aha, ganz bestimmt nicht. Auf den offiziellen, also auf den Server, ja auch nichts mehr los ist. Okay, das Spiel wird heute nicht funktionieren. Warum auch immer. So, hier kannst du doch das dann geben. Denk mal, Sunrise, kannst du es umändern? Kannst du es umändern? Nein, kannst du nicht. Ah, guck mal, ich kann sogar, warte, ich kann sogar auch einen Shirt-Server machen, ne? Oh. Hallo, kommt, join mir. Ich sage, das ist so unrealistisch, dass mir irgendjemand joint, weil, wie gesagt, du musst das Spiel original haben. Ja, kaum zu glauben, du musst das Spiel original haben. Dann musst du natürlich Vista oder Windows 7 haben oder XP. Ja, auf XP lief das ja auch.
dann könnt ihr mir joinen. Ich glaube, es gibt nicht mehr so viele Leute, bei denen das der Fall ist. Ne? Und auf dem, ich weiß nicht, auf dem virtuellen Server, also... Auf dem virtuellen Server. Auf dem virtuellen PC habe ich das Spiel nicht zu laufen bekommen. Da hat der Kopierschutz die ganze Zeit rumgeheult, von wegen, mein Betriebssystem sei nicht kompatibel. Wo ich auch so denke, ey, das ist ganz normal Windows XP, wo ist dein Problem? Ich habe es noch nicht mit Windows Vista probiert, kann sein, dass es da funktioniert. Keine Ahnung. Aber XP funktioniert auf jeden Fall nicht. Und bis auf virtuelle Maschinen zu gehen, das will ich lieber nicht wagen, weil... Ja, okay, das Vista war jetzt nicht das schlechteste Betriebssystem, aber nicht so geil, als wenn ich das wiedersehen möchte. Na gut, Leute, aber ich möchte dich wiedersehen. Also, bis zur nächsten Episode von Trick Media Sunrise.